Alter, was ist das für eine Challenge, Bro? Wir werden literally von Baby-Pokémon zerstört. Meine Damen und Herren, willkommen zurück zu Pokémon außer Rand und Band. Oh boy, was war das für eine letzte Folge? Bro, wir haben zwei Trainer geschafft, die uns beide fast gekillt hätten. Einer hat uns gekillt, der andere hat uns fast gekillt. Holy shit, war das knapp und spannend. So wie ich es gerne mag, aber ehrlich gesagt nicht so früh im Spiel, Digga. Klebenetz, Bellydrum-Strategien mit irgendwelchen Beeren und Leftovers. Und wir haben noch nicht mal einen einzigen Arena-Leiterorden. Das wird wild. Aber wisst ihr, was auch wild wird heute, Freunde? Der Encounter. Denn wir dürfen uns nochmal einen Encounter auswählen, weil wir Glück hatten. Bei diesem dummen Pechsrad, meine ich. Jo, was soll ich euch sagen? In dieser Höhle werden wir nun einen Encounter auswählen dürfen. Und Freunde, ich sage euch was, wir brauchen Power für unser Team. Wir werden die Pokémon-Liga wahrscheinlich nicht mit diesen Pokémon machen. Außer maybe Kramor. Wobei ich mir bei Kramor nicht sicher bin, wie viel OP-Potenzial er hat. Der Bruder ist halt auch relativ fragil für einen Starter und so, ne? Puschke hat bisher einen deutlich besseren Job gemacht, als ich dachte. Aber wie gut kann Parasekt in der Liga sein, was vierfach Schwäche gegen Feuer und gegen Flug hat? Wir werden sehen. Freunde, wir brauchen richtig, richtig, richtig gute Encounter. Deswegen lasst uns zu Arceus beten und hoffen, dass wir was Geiles finden. Ein Kupfanti. Okay. Kupfantis. Cool, ja. Cool, cool, cool. Aber ich wette mit euch, es gibt hier noch Besseres. Und das ist eine TM oder was ist das da? Alright. Dwebble. Dwebble, Dwebble. Wir haben gerade gesehen, was das denn könnte, ne? Robustheit, Klebenetz, Bugbite, also hier Käferbiss. Was gut ging. Also in diesem Spiel ist der tatsächlich gar nicht so scheiße. Ich bin ehrlich mit euch. Ne? Für so einen Setupper. Tarnsteine könnte er setupen. Bro, vielleicht sollten wir ihn nehmen. Auch wenn er echt unbeliebt ist eigentlich, ne? Dieser Steinkrebs ist halt echt nicht so beliebt. Also ich kenne jetzt niemanden, der sagt, wow, Sefi, Sefi, bitte nimm Dwebble mit. Aber er hat halt Tarnsteine, Sticky Web, Käferbiss und Robuster. Er ist halt theoretisch richtig gut für so ein Ding hier. Damn, okay. Es gibt hier auch Eis-Pokémon. Boah, fucking cool, Bro. Ich sag dir, wie es ist. Mega sick. Ewigstein, okay. Oh, was es hier für coole Pokémon gibt, ey. Und wir dürfen uns noch in dieser Höhle eins aussuchen. Aber nur noch hier. Weil wir zweimal so lucky waren, kurz vor dem Pokémon-Todesrad stehen zu bleiben. Aber ich glaube, ich bin ehrlich mit euch, ich glaube, der Käfer wäre krass. Ich glaube, der Käfer wäre krass. Hat halt eine Wasserschwäche, keine Feuerresistenz, keine Flugresistenz. Hat halt einen echt schlechten Typen, ne? Stein ist jetzt nicht das beste Defensiv und Käfer auch nicht. Kaum Resistenzen. Hat der überhaupt Resistenzen? Kampf trifft neutral, Boden trifft neutral, er hat alle Resistenzen, er hat so eine Typenkombi, die alle Resistenzen zu neutralen Attacken werden lässt irgendwie, ne? Flug ist neutral, Kampf ist neutral, Boden ist neutral, Feuer ist neutral.
Pflanze ist neutral. Alter. Alola Geodude. Okay. Hat der überhaupt irgendeine Resistenz? Ha. Ja, wir werden es rausfinden. Ich meine, keine Resistenz zu haben ist auch, also Schwächen in Resistenzen umwandeln ist ja auch okay, aber Resistenzen in neutral umwandeln. Na gut. Okay, also Eis-Pokémon sind sehr cool. Aber wir haben als nächstes eine Kampfarena vor uns. Außerdem ist Eis der schlechteste Typ defensiv. Insbesondere Eisstahl. Vierfach Schwäche gegen Kampf. Vierfach Schwäche gegen Feuer. Alola Sandama wird wahrscheinlich nicht. Sag ich euch, wie es ist. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Huch. Ich dachte, hier ist... Oh, wir können das erst nach dem Orden. Ah, guck, hier ist er. Hey, mein Name ist Steven. Ich bin der Champion. Was? Oh, ich habe gespoilert. Ja, gar keine Aktega. Hier, nimm noch diese TM. 20. Removes obstacles and lowers evasion. Er hat mir Auflockern gegeben. Oh, er hat mir Auflockern gegeben. Oh! Das ist 100% Auflockern. Okay, Auflockern macht alles weg. Tarnsteine, Klebenetz und so weiter, aber halt auf beiden Seiten. Turbodreher wäre kein da besser. Da, Defog. Oh, wait a minute, wir haben das nur einmal, ne? Oh, shit. Ziemlich safe in unserem Team drin, oder? Er ist schon ziemlich safe, Digga. Er hat halt nur keine guten Attacken. Aber er wird noch gut, versprochen. Theoretisch könnte ich ihm die vorgeben. Aber, okay. Okay, okay, okay. Aber ich will kein Abra. Wobei, Abra wäre halt krass, ne? Abra ist ein Psychomon. Gerade für die Kampfarena. Aber ich bin ehrlich mit euch, jetzt an einen Teleport Abra unseren Encounter zu verschenken, wäre einfach nur dumm. Wäre einfach nur dumm. Gibt es hier was anderes außer Abra? Lass mich mal kurz Pushke nach vorne nehmen. Leider keine Hardscales mehr. Alright, lass uns mal hier runter, weil hier unten war der Käfer, ne? Bisher habe ich noch nichts gesehen, was... Oh, Crocodile. Der Bruder kann entweder Bedrohung oder Hochmut. Und das ist unfassbar strong. Hat Intimidate. Oh, Intimidate ist schon eine der besseren Fähigkeiten. Ich sag euch, wie es ist. Intimidate ist schon sehr gut. Leider nicht gegen Kampf. Das Problem ist... Ich meine, theoretisch könnte ich ihn rerollen, solange bis er Moxie hat. Moxie ist halt noch krasser. Gerade für so Playthrough. Also, Bedrohung ist probably eine der besten Fähigkeiten im Spiel, wenn es um VGC geht. Moxie ist probably eine der besten Fähigkeiten, wenn es um Durchspiel, wenn es um Ingame-Shit geht. Togedemaru? Alter, was wir hier jetzt noch alles sehen, ha? Huh?
Rassel. Okay. Nassel hat 100% Para. Und der Bruder kann auch Stachler und so, glaube ich, gell? Aber er hat halt eine vierfach Bodenschwäche und auch eine Kampfschwäche und so. Boah, ey, sorry Leute, dass wir heute so unfassbar lange in dieser Höhle chillen, aber wir müssen wirklich den besten Encounter in Betracht ziehen. Okay. Hab ich ein Fahrrad? Es gibt hier deutlich mehr Encounter, als ich dachte, ey. So, wir killen den mal. Hat er Dingens? Er hat Iron Barbs. Lol. Das auch interessant. Also es hat hier echt viele interessante Pokémon im Ding, ne? Aber Togedemaru ist halt definitiv kein Liga-Contender. Das muss man einfach sagen an der Stelle. Ne, mit Togedemaru gehen wir nicht in die Liga. Ich glaube, ich habe kein Fahrrad, ne? Fahrrad kriegen wir erst in der dritten Stadt. Ja, okay. Togedemaru. Okay, also Kupfanti nehme ich auf gar keinen Fall. Kupfanti ist nämlich das schwächste Pokémon hier drin. Mono-Stahl-Typ mit sehr langsamen... Er ist ein bisschen bulky, aber ansonsten ist er langsam. Hat nicht so krasse Stats und auch nicht so eine geile Attacken und so. Den Bruder nehme ich auch auf gar keinen Fall. Der hat nämlich auch eine Vierfach-Kampfschwäche und eine Steinschwäche und eine Bodenschwäche und eine Wasserschwäche und eine Pflanzenschwäche und ein unfassbar schlechtes Typing. Der Bruder hat eine Vierfach-Bodenschwäche, eine Kampfschwäche, eine Pflanzenschwäche, eine Wasserschwäche. Das ist auch nicht so toll, ne? So, Litomid. Ich glaube, du wirst es, Digga. Kann ich? Ich will gucken. Bevor ich einen Ball werfe, will ich gucken, ob der auch wirklich Robustheit hat. Es kann sein, dass er nicht Robustheit hat. Und dann fangen wir den Bruder. Ah, Spätzle-Tech. Ah, dammit, jetzt one-shotten wir ihn nicht mehr. Und das heißt, wir können nicht gucken, ob er Robustheit hat. Bra. Hat er irgendwas anderes außer Robustheit? Komm, wir riskieren. Scheiß drauf, wir riskieren. Ich will euch nicht weiter langweilen, wir gehen weiter. Normalerweise würde ich das jetzt, wenn ich hier richtig hardcore powerplayen würde, würde ich fliehen mit Muya, Liden. Und dann das so lange wiederholen, bis ich eins finde, was 100% Robustheit hat. Das ist jetzt halt wichtig, ne? Ohne Robustheit nützt es uns ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Rihorn. Rihornior ist auch wild. Ich sage euch, wie es ist. Rihornior ist auch wild. Okay. Oh, der gibt uns auch noch eine TM oder eine VM sogar. Ah, Flash. Okay, ja gut. Flash ist ja... egal. Na gut. Raus hier. Ab zum PC. Und auschecken, was wir gefangen haben. Und danach müssen wir scheinbar in die Arena... Bitte hab Sturdy. Please have Sturdy. Wir haben hier schon Pech gehabt bei dem Bruder. Please have Sturdy.
Yes! Oh, er hat's dirty. Oh, einen sehr schlechten Typen, aber das können wir ändern. Strugglebug, was sehr gut ist, theoretisch. Und Rockblast, okay. Ich frag mich halt nur, wann der Bruder Klebenetz und so lernt, ne? Wollen wir mal gucken? Boah, Pushke will ich eigentlich nicht rausschmeißen, aber ich will mal wissen, was der alles kann. Was Dwebel alles kann. Sand Attack, okay. So, auf 13, 14 lernen die, glaube ich, die ersten guten Attacken, ne? Faint Attack. Okay, never mind. Der Bruder kommt auf gar keinen Fall in unser Team. Zumindest nicht Early Game. Na gut. Zack. Ja, die haben halt alle eine Kampfschwäche, ne? Außer Gehweier. Also, remember a move. Forget a move. Maximize IVs. Maximize change nature. Change nickname. Apply status. Okay. Na gut, na gut, na gut, na gut. Dann einmal kurz healen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir in die Arena jetzt müssen. Wir müssen wahrscheinlich zurück in unserem Wald, oder? Ah ja, genau. Doors are locked. Okay. Wir haben aber theoretisch hier noch einen Encounter, ne? Im Wasser. Theoretisch sollte ich halt mit allen reden, weil die mir vielleicht noch Sachen geben, die crazy sind. Aber okay, so. Super Rod. Super Rod. Was finde ich hier? So, das Pokémon auf dieser Route ist ein Seeper. Okay, fair enough. Fair enough. Cedra King in der Liga. Sehe ich den vielleicht mit einem Energy Focus Crit Setup oder mit einem Wassertempo Setup mit Regen? Ey, ich meine, Pokémon sind Pokémon, ne? Wenn wir jetzt die Teamverbannung haben, dann müssen wir quasi ein zweites Team ready haben, damit wir andere Pokémon nehmen können. Jedes Pokémon ist willkommen. So. Swift Swim. Okay, es ist wirklich gedoubled. Minus Init plus Angriff. Perfekt, Digga. Das ist das schlechteste Wesen, was man kriegen kann. Hey! Willkommen zurück in unserer Nuzlocke, Freunde. Beziehungsweise nicht in unserer Nuzlocke, sondern ich meine auf meinem Kanal natürlich. Denn, ja. Glück ist etwas, was wir nicht haben. Wait a minute. Wir gehen in die falsche Richtung, Bro. Ey, Opa. Ist das hier der? Das ist der. This is the way. Okay. Alright. Das Baby-Pokémon ist geflincht. Oh, und er outspeedet uns.
Aber uns bietet uns fucking Baby-Pokémon. Ein Baby mit Blaslippen. Amazing. Das wird sehr anstrengend für unser Team. Puschke kann ihn vielleicht einschläfern, wenn er... Okay. Hat er Eishieb oder so? Hier auf Poison Powder. Oh mein Gott, er hat Fire Punch. Okay. Wenigstens hat er einen Toxic bekommen. Ach du meine Fresse. Okay, wir gehen auf Maxwell, weil er wahrscheinlich noch Magpie haben wird, ne? Bro, das sind einfach Baby-Pokémon, die uns hier hopfen. Ich meine, Elekid, okay, Elekid ist tatsächlich ziemlich schnell. Elekid ist nicht langsam. So, vielleicht reicht der Mark Punch. Nee, in 1000 Jahren. Ich dachte, vielleicht können wir den High Roll preventen. Oder KP sparen. Aber nein. Schade. Na gut. So, da ist Magpie. Magpie schwächen wir noch ein, zweimal. Oh mein Gott, das ist Stab, Bro. Und wir machen ihm so unfassbar. Das war ein Crit und das macht ihm... Wenn der Bruder jetzt irgendwie einen Donnerschlag hat oder so, dann gehe ich pissen. Das hat halt wieder nicht gereicht, ne? Alter, was ist das für eine Challenge, Bro? Wir werden literally von Baby-Pokémon zerstört. 3 gegen 6 und wir haben Schwierigkeiten. Und der Trainer selbst ist auch ein Kind. Okay. Es wird also nichts mit dem Steinorden, mit dem ersten, ha? Die skippen das einfach, oder was? Die ganze Höhle mit... Ne? Und die Magma und Aqua in der... Im Wald. Das skippen die einfach alles. Und hier die nächste Stadt auch, ne? Wir, direkt nach Graffitport. Das ist schon wild. Wir können nicht mal zurück. Bra, okay. Das ist wild, Mann. Ich hab keine Ahnung, wo wir unseren ersten Arena-Leiterorden jetzt bekommen sollen. Hier in der Stadt gibt's keine Arena. So, Soft Sand. Genau deswegen habe ich die angesprochen, in der Hoffnung, dass die uns Pudersand drücken. Oh mein Gott, hier ist noch so ein Drecksbalk. Oh, wie viele Belger gibt es denn unter den Sonnenschirmen? Ich meine... Wow, wie gerne hätte ich einen Fletchender. Ja, du frisst halt locker den Burn, ne? Flammkörper, ja, das war klar, aber... Fletchender flincht.
du wirst wahrscheinlich wieder den Nein. Ist irgendeine Beere, okay. Death Drop. Yeah, buddy. Okay, Aerial Ace haben wir halt nichts, ne? Ralf müsste sich halt mal in Dingens entwickeln, Alter. Stahlwing. Solider Midground-Play. Okay. Ja, das Problem ist, warte mal, wir haben ein Wasser-Pokémon, was keine Flugschwäche hat. Macht das Hälfte? Nein, okay. Muja, Muja. Das macht zu viel, Mann. Okay. Hat er nur Fletchender gehabt? Ey, Fletchender wäre auch sick, ne? Nope, er hat noch eins. Oh, Mapid Rohr? Ja, natürlich. Herdier. Hier hätten wir den anderen Bruder nochmal gebraucht. Egal, Pushke Idis. Wir warum haben die immer alle Elementar-Fick-Attacken, Bro? Lumberry. Okay. Jetzt können wir wenigstens Poison powdern. Oh Gott. Please, please. Sporen wird. Yeah. Para. Okay. Sehr gut. Das war wichtig, Leute. Weil Harry Deer ist schneller als mein ganzes Team und mit Kopfnuss blind sterbe ich einfach weg. Okay. Wir drücken auf. Mark Punch ist theoretisch stärker, weil sehr effektiv. 80, ne? Während das andere nur... Boah, das war ein Crit? Oh mein Gott. Okay, 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 okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Ey, und Maxwell entwickelt sich jetzt, ha? Huh? Crazy. Alter, absolut verrückt. Ich kann halt nicht zurück. Ich kann halt nicht weitergehen. Ich muss halt zurück heilen, right? Alles andere wäre halt mies dumm. Na gut. Freunde, das war's für die heutige Folge. Ich werde jetzt mal zurücklaufen, all unsere Pokémon preparen. Und in der nächsten Runde, in der nächsten Folge, gibt's einiges zu kämpfen. Hier an diesem Strand. Auch haben wir noch Encounter. Den holen wir uns ebenfalls beim nächsten Mal. Leute, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Sefi.